Hallo und herzlich willkommen zu einem Video über Ebenenscharen. In diesem Video möchte ich euch erklären, wie man mit einer Schar paralleler Ebenen umgeht und wie man eine Ebene bestimmt, die nicht Teil einer solchen Schar ist. Wir fangen an mit der Ebenenschar EA in Klammern 1-2a mal x plus in Klammern 2a-1 mal y plus in Klammern 1-2a mal z ist gleich 1. Unsere Aufgabenstellungen sind a. Untersuchen Sie die Lagebeziehungen der Ebenen E0 und E2 zueinander. B. Zeigen Sie, dass alle Ebenen der Schar parallel zueinander verlaufen. Und C. Geben Sie die Gleichung einer Ebene an, die parallel zur Schar A verläuft und nicht Teil der Schar ist. Für den Aufgabenteil a benötigen wir zuerst einmal die Ebenen E0 und E2. Dafür setzen wir für a zunächst einmal 0 ein, dann erhalten wir die Ebene E0. 1 minus 0 mal x plus 0 minus 1 mal y plus 1 minus 0 mal z ist gleich 1. Die Nullen fallen im Prinzip ja weg und deswegen ergibt sich E0 x minus y plus z ist gleich 1. Für die Ebene E2 setzen wir für den Parameter 2 ein. Dann ergibt sich 1 minus 4 mal x plus 4 minus 1 mal y plus 1 minus 4 mal z ist gleich 1. Und die Klammern kann man noch ausrechnen. Dann erhalten wir minus 3x plus 3y minus 3z ist gleich 1. Unsere Aufgabe war es, die Lagebeziehung dieser beiden Ebenen zu bestimmen. Dafür habe ich die einfach mal zeichnen lassen. Und hier kann man gut erkennen, dass sie parallel zueinander sind. Das müssen wir jetzt noch rechnerisch nachweisen. Das machen wir hier am besten, indem wir die erste Gleichung, die Ebene E0, mal 3 nehmen, plus die zweite Gleichung rechnen. Dann fallen die Koordinaten hier nämlich weg. Denn 3 mal x minus 3x ist 0. 3 mal minus y plus 3y ist auch 0. Und 3 mal z minus 3z ist ebenfalls 0. Und 3 mal 1 plus 1 ist 4. Dann erhalten wir 0 ist gleich 4. Und das ist ein Widerspruch. Und deshalb sind diese beiden Ebenen parallel zueinander. Durch dieses mal 3 haben wir hier praktisch überall dafür gesorgt, dass der Faktor vor jeder Koordinate gleich wird. Das ist gleich nochmal wichtig bei der Aufgabe b. Denn hier sollten wir ja allgemein zeigen, dass alle Ebenen der Schar parallel zueinander sind. Deshalb müssen wir jetzt mit den Parametern rechnen. Wir haben hier die Ebenenschar A. Diese stellt eine beliebige Ebene der Ebenenschar dar. Dann brauchen wir dasselbe noch einmal. Wir schreiben diese Ebenengleichung praktisch noch einmal hin, nur mit einem anderen Parameter. Das nenne ich jetzt hier eb. Das bringt uns jetzt Folgendes. Wir haben einmal die Ebene ea, die stellt eine beliebige Ebene der Ebenenschar dar. Die Ebene eb stellt auch eine beliebige Ebene der Ebenenschar dar. Wenn wir jetzt nachweisen, dass diese beiden beliebigen Ebenen der Schar jeweils parallel zueinander sind, haben wir nachgewiesen, dass alle Ebenen parallel zueinander sind. Hierbei müssen wir aber beachten, dass a ungleich b sein muss, denn wenn a gleich b ist, steht hier zweimal dasselbe, dann wären die beiden Ebenen identisch und eben nicht echt parallel. Diese beiden Gleichungen sehen etwas unhandlich aus. Aber im Prinzip müssen wir dazu nur genauso vorgehen, wie wir das eben in dem Beispiel mit konkreten Zahlen gemacht haben. Da haben wir mit dem mal 3 dafür gesorgt, dass in beiden Ebenen der Faktor vor jeder Koordinate gleich wird. Das machen wir hier jetzt so ähnlich, indem wir die erste Gleichung mal diese Klammer nehmen, 1 minus 2b, und die zweite Gleichung mal diese Klammer, 1 minus 2a. Also Gleichung 1 mal die Klammer aus der zweiten Gleichung und Gleichung 2 mal die Klammer aus der ersten Gleichung.
nach diesem Rechenschritt steht hier oben 1 minus 2a mal 1 minus 2b mal x. Bei der zweiten Ebene steht dann hier 1 minus 2b mal 1 minus 2a mal x. Das ist im Prinzip genau dasselbe. Und deswegen kürzen sich hier auch die Koordinaten sozusagen weg. Das passiert mit dem y und mit dem z auch. Ich habe das jetzt nicht sehr ausführlich gerechnet, aber du kannst das zu Hause zur Übung selbst machen. Am Schluss bleibt wegen der 1 hier am Ende jedenfalls stehen, 1 minus 2b minus 1 minus 2a ist gleich 0. Hier wird überall 0 draus, weil sich alle Koordinaten wegkürzen sozusagen. Und durch diese Einsen bleibt halt das hier stehen. Wenn wir hier jetzt weiterrechnen, erhalten wir 1 minus 1 ist 0 und minus 2b minus minus 2a ist plus 2a, also minus 2b plus 2a ist gleich 0. Und das können wir umstellen zu a ist gleich b. Das ist aber ein Widerspruch zu unserer Bedingung, a ungleich b. Und deshalb können wir sagen, dass diese beiden Ebenen hier parallel zueinander sind, weil es keine Schnittgerade gibt. Und deshalb sind alle Ebenen dieser Schar parallel zueinander. Im letzten Aufgabenteil sollten wir eine Ebene bestimmen, die nicht Teil dieser Schar ist. Und das geht genauso, wie das bei den Ebenenbüscheln geht. Wir haben die Ebenenschar und rechnen zuerst die Klammern aus. 1 mal x minus 2 mal ax plus 2ay minus 1 mal y plus 1 mal z minus 2az ist gleich 1. Jetzt sortieren wir um. Das heißt, alle Teile der Gleichung ohne den Parameter schreiben wir vorne hin und alle Teile mit Parameter hinten hin. Dann erhalten wir x minus y plus z minus 1 minus 2ax plus 2ay minus 2az ist gleich 0. Ganz wichtig, auch die rechte Seite rüberbringen, dass hier gleich 0 steht. Dann können wir den Parameter noch ausklammern und erhalten dann x minus y plus z minus 1 plus a mal in Klammer minus 2x plus 2y minus 2z ist gleich 0. Und wenn wir die Gleichung so umgestellt haben, dann kann man sagen, dass man wieder zwei Ebenen erkennt, wie bei den Ebenenbüscheln. Einmal die Ebene E0. Wenn a 0 wird, fällt dieser Teil weg und das hier bleibt stehen. Und wir erhalten die Ebene, die hier in dieser Klammer steht, die ich jetzt einfach G nenne. Und deswegen kann man sagen, dass die Ebenenschar EA aufgebaut ist aus der Ebene E0 plus A mal diese Ebene. Und diese Ebene G ist nicht Teil der Schar, verläuft aber trotzdem parallel zu allen Ebenen von EA. Damit haben wir dieses Kapitel der scharparalleler Ebenen abgearbeitet. Ich hoffe, ihr habt soweit alles verstanden. Falls ihr doch noch Fragen haben solltet oder etwas nicht verstanden habt, schreibt mir einen Kommentar und fragt nochmal genauer nach. Bis zum nächsten Mal!